725 Jahre Stadtrecht, wenn das kein Grund zu feiern ist. Am vergangenen Wochenende stand die Renn- und Kreisstadt Schleiz ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Auf dem Neumarkt im Herzen der Stadt als Festzone war die größte Bühne. Aber auch verschiedene Schausteller hatten ihr Domizil auf dem Festplatz und konnten ihre Attraktionen zeigen. Am Sonntag konnte man sich hier auch das Sonntagsessen schmecken lassen. Wer eine Zeitreise durch die modische Welt rund um Schleiz machen wollte, der hatte dazu in einem Zelt die Möglichkeit. Dass die sozialen Medien auch einen großen Nutzen haben, beweist ein Aufruf kurz vor den Feierlichkeiten in Schleiz. Wir haben diesen Aufruf einmal verfolgt und sind dann auch fündig geworden. Mein Name ist Hartmut Jacobi, komme vom Deutschen Roten Kreuz, bin über 40 Jahre dabei. Neben meiner Hauptaufgabe habe ich mein persönliches Engagement auch den Oldtimern gewidmet. Das heißt, hier sehen wir ein Framo. Framo heißt Frankenberger Motorenwerke. Und da ist er entwickelt worden bzw. hergestellt worden zur damaligen Zeit als Pritschenwagen, als Bus und unter anderem auch eben als Krankenwagen. Hier sehen wir den 901, also Framo 900-1. Er hat einen Motor 900 Kubik. 24 PS, ist Baujahr oder hat ein Baujahr von 1958. Wir haben den durch einen Arbeitskollegen gefunden auf einem Schrottplatz, total ausgebrannt. Und ich habe mir zu eigen gemacht, ich muss so einen Krankenwagen wiederherstellen, wieder aufbauen. Und zur damaligen Zeit hatten wir Zivildienstleistende, die uns oder mir tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Und so wie er hier steht, hat die Entwicklung vorangenommen. Und wir können mit Fug und Recht sagen, es ist momentan der einzige auf der Welt. Also wir kennen keinen anderen momentan vom Typ Framo als Krankenwagen. Und da sind wir recht stolz drauf. Und selbst wenn sich noch einer findet, wäre auch nicht schlecht. Also von der Warte her, ich freue mich auch, dass ich heute an dem Festumzug anlässlich 725 Jahre Stadtrecht Schleiz daran teilnehmen kann, denn dieses stand ja noch in die Sterne. Leider Gottes, weil er 2 Jahre gestanden hat, durch Corona konnten wir nirgendwo daran teilnehmen, war der Wasserstutzen unten am Motorblock undicht und ja, wer hilft mir? Und dann hatte ich einen Aufruf gestartet, über Facebook bzw. über die Social Medias und siehe da, es haben sich einige, um nicht zu sagen viele, gemeldet und haben mir viele Tipps gegeben und somit sind wir nach Griesheim gekommen in eine alte Werkstatt und die konnten mir helfen mit einem Stutzen, mit Schläuchen und somit war er wieder fahrbar und somit stehe ich heute hier. Und an dieser Stelle vielen Dank an die Unterstützer bzw. die sich engagiert haben, dass ich das Teil bekommen habe. Vielen, vielen Dank und ja, das zu meiner Seite. Höhepunkt am Sonntag war der große Festumzug.
Was die Gäste entlang der Zugstrecke erwarten konnten, haben wir den Bürgermeister der Stadt Schleiz gefragt. Ja, die vielen Zuschauer oder die vielen Gäste, die schon in Schleiz sind, sind schon ganz erwartungsfroh gespannt auf das, was kommt. Nach 2007, also vor 15 Jahren war es gewesen, haben wir wieder einen Festumzug durch die Innenstadt. Und wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer, sehr, sehr viele Blogger, die das Leben, das aktuelle Leben in Schleiz symbolisieren werden. Und die Gäste können erwartungsfroh sein, was sich hier zeigen wird. Von Firmen, von Vereinen, über offizielle Persönlichkeiten bis hin zu historischen Persönlichkeiten werden jetzt den Umzug begleiten. Die Höhepunkte vom Festumzug haben wir für Sie zusammengefasst. Bürger der Stadt Schleiz und Gäste, die zur 725. Jahrfeier oder Stadtrecht des Stadt Schleiz hier erschienen sind.
Thank you.